Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo aus der Wölkchenbäckerei. Heute geht es um Fitness und zwar Fitness für uns, für unsere Verdauung, für unser Körper. Es geht um das Fitnessbrot. Und dafür brauchen wir kein Hexenwerk, keine exotischen Zutaten. Wir greifen auf Zutaten, die wir aus dem Supermarkt bekommen können und beginnen gleich mal mit dem Magerquark. Dann nehmen wir ein bisschen Wasser, 2 Eier, Weizenkleie, Haferkleie, Chiasamen. Allein die letzten 3, die ich gerade aufgezählt habe, sind wirklich Ballaststoffbomben. Dann nehmen wir natürlich auch für die gute Bindung Mehl, aber diesmal Dinkelvollkornmehl, wieder mit mehr Ballaststoffen. Dann haben wir noch Backpulver, auch wieder mal Weinsteinbackpulver genommen. Ihr könnt aber ganz handelsübliche Backpulversorten nehmen, wie ihr sie haben möchtet. Und ein wenig Salz. So, wie immer mit den feuchten Zutaten beginnen. Schaffen wir uns wieder eine schöne Basis für unser Teig. Auch hier mal wieder die Frage beantwortet, kalt, kühlschrankkalt oder auf Zimmertemperatur. Für mich persönlich macht es wirklich keinen Unterschied. Macht's, wie ihr wollt. Ich habe aber ganz oft gehört, und zum Beispiel bei den Wölkchenfans, auf Facebook gibt es eine Fanseite, Wölkchenfans nennen sie sich, da backen sie alle zusammen, die haben sich selbstständig gegründet, meine Rezepte tauschen sich aus und da habe ich gehört, dass viele gesagt haben, auf Zimmertemperatur ist es super. Ich habe beides ausprobiert, mir macht das nichts aus, probiert es einfach aus und genau, sonst schreibt mir noch mal, womit ihr so, wie ihr das so backt und warum ihr gerade das so toll findet, was ihr denn, wie ihr das gerade macht. Die Eier schlagen wir auf. Kommt einfach zum Quark und das Wasser geben wir auch noch mal zu. So, kurz. Einmal mit dem Schneebesen verrühren, haben wir eine schöne homogene Masse schon mal. Ihr braucht dafür jetzt kein Handgerührgerät. Es muss nicht schaumig geschlagen werden. Es muss einfach nur mal vermengt werden. Genau, dadurch, dass wir jetzt noch mal Wasser dazu gegeben haben, haben wir eine recht flüssige Quarkmasse. Aber diese Menge an Wasser brauchen wir auch, weil wir Chiasamen zum Beispiel dabei haben. Die quellen ja ordentlich auf. Die haben unheimlich viele lösliche Ballaststoffe, die dann schon gleich Flüssigkeit aufnehmen, die im Darm halt auch noch mal gut tun und natürlich auch noch mal lange satt halten. Haferkleie genauso. So, die trockenen Zutaten kommen jetzt nach und nach dazu. Die Weizenkleie, ihr könnt auch Dinkelkleie nehmen, macht überhaupt gar keinen Unterschied. Also keinen Unterschied an Geschmack. Dinkel ist ja anders als Weizen, nicht so überzüchtet und daher auch besser verträglich. Hat auch etwas bessere Nährwerte als Weizen. So, dann haben wir unser Mehl, Vollkornmehl und die Chiasamen. So, übrigens Chiasamen, unheimlich viel Kalzium, super auch für die Knochen. Unser Backpulver und Salz. Wer mag, wer es würziger mag, kann auch Brotgewürz dazu nehmen, man kann Kümmel dazu nehmen, man kann Pfefferkörner, wonach euch ist. Das ist auf jeden Fall ein Basisrezept. Ihr könnt es von den Gewürzen her nochmal ändern. Ich suche meine Rührspachtel und das Ganze wird dann vermengt. Wer sagt, deine Rezepte gehen wirklich schnell und ich habe auch total Lust, die Rezepte nachzubacken, aber ich habe keine Zeit einzukaufen. Ich kann diese ganzen einzelnen Zutaten nicht kaufen, weil ich muss arbeiten oder habe 3 Kinder zu Hause oder, was für Gründe man halt eben hat, um nicht irgendwie Freizeit genug zu haben, um mal einzukaufen oder das zu machen, wonach einem tatsächlich ist. Dafür habe ich natürlich auch eine Lösung. Ich habe ja die Backmischung und jetzt gerade hier habe ich zum Beispiel die Kraftbrötchen. Die kann man natürlich super auch als Brötchen backen. Das geht wirklich innerhalb von 5 Minuten, aber auch im Brotkasten, so wie wir es hier auch haben. Einfach das Ganze so wie angegeben in die Form geben und 50 Minuten backen, habt ihr ein super leckeres, kräftiges Brot. Aber auch das Vitalbrot zum Beispiel. Also es ist alles
möglich für die Schnellen. Einfach mal bei mir auf der Seite nachschauen oder auch bei Rewe gucken. Die haben es auch bundesweit im Programm. Genau, ich glaube, Weltbild hat es auch. Also einfach mal gucken. Informiert euch. So, wir haben jetzt ohne Handeinsatz den Teig vermengt. Es ist gut homogen geworden. Es ist überall, guck mal, keine Klümpchen und nix. Es ist leicht klebrig, anders als so ein Hefeteig. Wir haben ja auch eine Menge an Kleie drin. Und das wird gleich in der Kastenform schön aufgehen. Und damit wir es irgendwie in die Kastenform geben und kein Öl benutzen, um da auch Kalorien zu sparen, machen wir nochmal unser Backpapier nass. Einfach unter Wasser halten. Ordentlich nass machen, dass überall auch schön Wasser rankommt. Kurz ausbringen und auseinanderziehen. So lässt sich das wunderbar formen, als hätten wir so ein Stück Stoff. Und in der Kastenform nehme ich es immer gerne so diagonal, damit wir wirklich überall schön Papier haben, können wir hier sehen, die Ränder auch. Genau. So haben wir es ausgekleidet. Die Wassertropfen, die auf dem Backpapier sind, machen überhaupt gar nichts aus. Das verdünstet dann gleich im Ofen. Den Teig. So, die schwere Schüssel mal. Und einfach in die Form geben. Super. Mit der Spachtel oder mit den Fingern. Das Brot ist jetzt backfertig und wir starten gleich mal. Und zwar habe ich den Ofen natürlich auf 180 Grad vorgeheizt. Total wichtig. Unser Gitter ist im unteren Drittel. Das Brot wird in der Mitte platziert und kommt jetzt für 50 Minuten rein. Ich bin gespannt, wie es euch gleich gefällt und ob es richtig schön knusprig und braun wird. Bis gleich. So, die 50 Minuten sind schon ratzfatz vorbei. Ich habe mich hier bestens vorbereitet, schön alles aufgeräumt, mein Rost steht schon bereit und wir gucken noch mal nach. Tada! Ja, es ist aufgegangen. Hat eine richtig schöne Farbe bekommen, ist auch oben richtig schön kross. Uah. Und heiß. So. Genau, das Brot bekommt wirklich eine schöne Kruste und dadurch, dass wir so viel mit Quark und Eiern arbeiten und unser Teig so feucht ist, ist es von innen noch sehr, sehr weich. Also nicht im heißen Zustand anschneiden. Ich würde empfehlen, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, übrigens, das Rezept gibt es jetzt im aktuellen Buch Abnehmen mit Brot und Kuchen Teil 3. Auch natürlich weitere Wörtchen leichte Rezepte. Da habe ich auch geschrieben, 5 Minuten in der Form lassen, dann aus der Form nehmen. Funktioniert auch wunderbar mit dem Backpapier rausholen und auf ein Rost stellen. Und damit ich euch aber trotzdem den Anschnitt zeigen kann, bin ich natürlich bestens vorbereitet. Na, heiß, uah, heiß. Und habe das Brot schon vorgebacken. Schön ausgekühlt. So hat es immer die beste Konsistenz. Und so kann ich euch mal wunderbar den Anschnitt zeigen. Richtig vollkornig, ballaststoffreich, sättigend. Wie gesagt, ordentliche Fitness für uns, für die Verdauung. Und wir bleiben richtig, richtig lange satt. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Kommentaren dann schreiben. Ich bin bemüht. Nein, ich werde natürlich alles beantworten, was geht. Ja, wenn ihr interessiert seid an weiteren Rezepten, einfach Kanal abonnieren oder einfach bei mir auf der Webseite oder in den sozialen Medien folgen. Die Wörkchenbäckerei heiße ich. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Thank you.